Hallo, ich bin der Konstantin von der BKK Werra Meißner und wir haben uns hier wieder mal zu einem Workout getroffen und der Marcel sagt euch jetzt mehr dazu. Auch ein herzliches Hallo von mir. Wir machen heute mit Konstantin einen sogenannten Mobility Flow, also eine Bewegungsabfolge aus ganz verschiedenen Übungen aus dem Yoga und auch aus dem Krafttraining. Und das Besondere dabei ist, dass das eine sehr ganzheitliche Trainingsform ist, wo wir die Kraft trainieren, die Beweglichkeit trainieren und auch gleichzeitig das Herz-Kreislauf-System. Also ist sozusagen wirklich ein gutes einzelnes Training, was auch kein Equipment benötigt und deswegen gerade für diese Zeit super ist. Ich persönlich nutze es aber auch als Aufwärmprogramm für mein eigentliches Training, weil ich einfach jede Muskelgruppe damit einfach super anspreche und auch wie gesagt schon ein bisschen warm werde. Könnt ihr nutzen, wie ihr möchtet. Testet es einfach mal aus. Mir macht es einen großen Spaß und wir starten auch direkt mit Konstantin. Konstantin, darf ich einfach einmal hinten auf die Matte stellen. Wir starten mit der Kniebeuge, also einfach einmal hüftbreit hinstellen, runtergehen in die Hocke. Darauf achten, dass die Füße flach am Boden bleiben. Kannst dich ruhig ein bisschen breiter hinstellen und die Knie sollten in Richtung der Zehenspitzen zeigen. Also ruhig die Knie noch mal so ein bisschen nach außen bringen. Mhm. Genau, jetzt greifst du mit deinen Händen die Füße und die Ellenbogen innerhalb der Knie. Genau. Und jetzt drück mal die Knie richtig nach außen und richte die Brust auf. Perfekt. Dann die Beine einmal strecken. Genau, das kennt man ja. Versuch die Füße zu halten. Also dass du, genau, einfach die Füße greifen. Genau, jetzt solltest du eine Dehnung hinten auf dem Oberschenkel spüren und aus der Position gehst du einmal nach vorne mit den Händen in die Liegestützposition. Genau, also nur in die Startposition. In der Position einmal den linken Fuß neben die linke Hand nehmen. Genau, merkst du da schon eine Dehnung? Ja. Okay, dann einfach einmal die rechte Seite, also links nach hinten, rechts vor. Perfekt, da auch eine leichte Dehnung und aus der Position wieder zurück in die Kniebeuge. Das ist jetzt sozusagen die Standardvariante und wir bauen das jetzt immer weiter auf. Genau, die Kniebeuge sieht gut aus. Wieder einmal die Zehen greifen, Knie nach außen schieben, Brust raus. Perfekt. Dann wieder die Beine strecken, Füße gefasst halten. Genau. Streck ruhig die Knie durch und dann einmal wieder in die Liegestützposition laufen. Perfekt. Den linken Fuß nach vorne. Und jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Den linken Ellenbogen neben den linken Fuß auf den Boden, bitte. Linker Ellbogen, genau, auf dem Boden. Perfekt, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Versuch den Fuß hinten vorne stehen zu lassen. Also quasi genau so, perfekt. Und dann einmal Seiten wechseln. Rechts nach vorne und auch den rechten Ellbogen runter. Okay, perfekt. Dann wieder Liegestützposition. Und in der Position einmal die Cobra, also die Hüfte auf den Boden bringen. Die Brust oben halten, genau, versuch die Schultern richtig nach hinten zu nehmen. Super. Und da ist es wichtig, dass ihr den Po fest anspannt, damit eure Wirbelsäule stabilisiert wird. Aus der Position geht ihr einmal wieder zurück in die Liegestützposition und von da aus in den herabschauenden Hund. Das heißt, ihr bringt den Po nach oben, Beine bleiben gestreckt und dann versucht ihr mit der Brust zu den Zehenspitzen zu kommen. Also das ist das, was ihr euch vorstellt. Arme und Beine sind gestreckt und dann wieder runter einmal in die normale Liegestützposition und zurück in die Kniebeuge. Genau, einmal nach hinten laufen, in die Kniebeugeposition, Füße flach auf dem Boden, genau, Knie nach außen drücken, Brust raus, sehr schön. Und dann wieder die Beine strecken und wir bauen das jetzt auch wieder weiter aus in dem nächsten Durchgang. Hier wieder einmal nach vorne laufen, in den Liegestütz, linken Fuß nach vorne, Ellenbogen zum Boden, genau. Und jetzt nehmen wir noch eine Rotation dazu, das heißt den linken Arm einmal nach oben nehmen. Und versuch dich so weit wie möglich zu drehen. Perfekt. Solltest du so eine leichte Dehnung am Po merken. Mhm. Genau. Und dann einmal Seitenwechsel. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also Konstantin ist auch ziemlich beweglich, muss man sagen. Also wenn du das jetzt gerade mitmachst und das klappt nicht so gut, dann ist das gar kein Thema. Versuch die Position so gut auszuführen, wie du kannst. Wenn du irgendwo mit Problemen hast, ist es gar kein Thema, wenn du die Position auch einfach auslässt. Genau. Von hier aus wieder in die Cobra. Jawohl, Po anspannen, Brust raus. Kannst die Hüfte ruhig richtig auf den Boden bringen. Jawohl. Und dann einmal in den herabschauenden Hund. Sehr schön. Versuch wieder die Arme und Beine gestreckt zu lassen und die Brust richtig Richtung Boden zu bringen. Perfekt. Und aus der Position wieder in die Cobra mit der Nasenspitze über den Boden. Also noch einmal in den herabschauenden Hund. Nasenspitze über den Boden in die Cobra. Perfekt. Das ist jetzt schon ziemlich anspruchsvoll. Testet es einfach mal aus. Dann wieder Liegestützposition und zurück in die Kniebeuge. Das ist jetzt schon die ganze Bewegungsabfolge, die wir machen wollen. Wir machen das jetzt noch dreimal für euch vor. Versucht euch das zu merken.
Wenn das nicht klappt, dann spult einfach am Ende nochmal zurück und macht einfach weiter mit. Konstantin ist schon gut am Schnaufen, aber so soll es auch sein. Okay, dann einfach einmal möglichst alleine. Wenn was nicht passen sollte, rufe ich rein. Genau, wieder nach vorne laufen, Liegestützposition, linker Fuß nach vorne, linker Ellenbogen zum Boden und aufdrehen. Perfekt. Einmal die Seiten wechseln, rechter Fuß, rechter Ellenbogen und Rotation. Perfekt. Liegestütz, dann einmal die Cobra, genau, Brust raus, Po anspannen und herabschauender Hund. Jawohl. Mit der Nase über den Boden wieder in die Cobra. Wie gesagt, das ist die fortgeschrittene Variante. Und wieder einmal nach hinten in die Kniebeuge. Perfekt. Das war der erste von den drei Durchgängen. Jawohl. Brust richtig aufrichten und wieder Beine strecken. Sehr schön. Ja, leichtes Zittern sieht man schon bei Konstantin. Aber der macht das wirklich, wirklich gut, muss man sagen. Wichtig für euch oder wichtig für dich, wenn du gerade zuschaust, Konstantin macht das schon relativ zügig. Du kannst das einfach in deinem eigenen Tempo machen. Also du kannst das gerne so schnell machen wie Konstantin. Du kannst aber auch die einzelnen Positionen noch deutlich länger halten und damit einfach so eine richtige Dehnung, so ein richtiges Stretching noch einbauen. Das ist gar kein Thema. Find da deine eigene Geschwindigkeit. Einfach, wie du dich wohlfühlst. Okay. Und dann machen wir noch den letzten Durchgang. Wenn ihr bei dem ganzen Mobility Flow noch mehr Kraftanteil haben möchte, dann könnt ihr in der Kniebeugenposition gerne noch ein paar Kniebeugen einbauen. Wenn ihr in der Liegestützposition seid, gerne noch Liegestütze einbauen. Und ansonsten, wenn ihr einfach noch mehr machen möchtet, dann könnt ihr das einfach vorne weg machen. Vielleicht 10, 15, 20 Durchgänge und dann im Anschluss noch ein kleines Krafttraining machen. Und wir haben euch ja auch hier schon auf der Seite von der BKK einige Videos zur Verfügung gestellt. Bedient euch da einfach und Konstantin hat auch den dritten Durchgang. Konstantin, ich würde dir gerne die Hand geben. Wir verzichten heute mal drauf. Ich denke, das ist ein cooles Training. Wir wünschen dir ganz viel Spaß damit. Und wenn du Fragen haben solltest, dann melde dich einfach bei uns. Und ein schönes Workout in der Corona-Zeit. Viel Spaß mit dem Workout.